Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zu einem neuen Ich empfehle Video. Und heute möchte ich über Solarzellen sprechen und was ich empfehle. Drauf gekommen bin ich, weil ich mit einem Zuseher einen E-Mail-Verkehr hatte und er hat mich gefragt, sag mal Bob, wenn ich mir deine Videos so anschaue und dann deine Solaranlage oder deine Solarpanels, dann ist die, ja, das klingt jetzt lustig, aber ich formuliere das mal mit meinen eigenen Worten, die Menge von Videos steht eigentlich nicht zur Menge meiner Solarpaneele. Denn eigentlich ist meine Solaranlage relativ klein und meine Videos sind relativ umfangreich, sage ich jetzt mal. Das stimmt. Und der Hintergrund ist einfach der, ich habe es in einigen anderen Videos schon mal gesagt, dass ich ein Mieter bin. Das heißt, ich habe keine eigene Dachfläche und kann nichts fest konstruieren. Die Solarmodule, die ich draußen stehen habe, sind nach wie vor im Moment nur an die Hauswand am Erdboden mäßig angebracht. Und rein theoretisch, wenn ich mehr hinstellen würde, bestünde ja auch die Möglichkeit, dass man mich irgendwann mal bestiehlt. Ja. So, aber nichtsdestotrotz super Einwand, deswegen gibt es heute dieses Video. Was habe ich denn draußen stehen und was empfehle ich denn? Nun, ganz am Anfang, als ich begonnen habe, hatte ich mir einen Koffer gekauft, so einen Solarkoffer. Ich habe mir gedacht, hey cool, Koffer, ist was Kleines, Praktisches. Nee, das Ding war riesengroß und schwer, das hatte zwar einen Griff, aber wirklich mobil war das nicht. Und das war ein polykristallines Panel. Und dann habe ich mir später, als ich die Anlage erweitert habe, das ist jetzt auch aktuell noch der Fall, die 80 Watt monokristallinen Solarpanels gekauft. Und ich glaube, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, dass das kleine faltbare Panel, was ich habe, dass das ein Dünnschichtmodul ist, weil das ist ja dieses kleine, ich verlinke euch das mal hier oben, macht man das da oben hin, ja, da, für die zum Aufladen, wo da der USB-Anstecker dran ist. Ich glaube, das ist Dünnschicht, aber so hundertprozentig weiß ich es nicht. Also, dazu, ich will das erklären, das nur deswegen, weil ich jetzt sagen möchte, ich habe praktische Erfahrungen von zwei Paneltypen. Und zu einem Paneltyp, nämlich den Dünnschicht-Solarmodulen, theoretische Kenntnisse, sage ich jetzt mal. Ja? Also, das, was ich euch heute sage, sind teils die praktischen Erfahrungen, die ich schon habe und teils das Wissen, was ich mir angelesen habe. Also, so baue ich das jetzt auf. Einfach, dass ihr im Vorhinein schon mal das wisst. Okay, dann habe ich mir zusätzlich noch aus dem Internet, deswegen habe ich heute das Tablet da, also wenn meine Augen immer mal nach da unten wandern, ja, schon klar. Habe ich mir hier nochmal die Wirkungsgrade aufgemalt und ich werde dann auch versuchen, hier oben oder irgend sowas, muss ich vielleicht noch ein bisschen rüberrutschen, die verschiedenen Panel-Typen, da habe ich mir mal so Fotos organisiert und habe die mal selber zusammengebastelt, weil es gibt zwar im Internet die Möglichkeit, die Bilder dir zu ziehen, oder es gibt unheimlich viele Vorlagen, aber du weißt ja immer nicht so richtig, DSGVO, darf man die Bilder verwenden, kriegt man ein paar auf den Deckel, wenn man es nicht verwendet und jo. Ja, also deswegen machen wir das mal lieber nicht, haben wir selber ein Bild gebastelt. Gut, ich fange mal an mit polykristallinen Zellen. Nein, stopp, ich fange jetzt so an. Ich erkläre jetzt kurz die drei Typen, ja, und anschließend erkläre ich, was ich mir kaufen würde, wenn ich es neu kaufe, und anschließend, was ich mir gebraucht kaufen würde. Mache ich ja immer gern, mir geht es ja immer um die Ökonomie. Also, polykristalline Zellen, das sind so die älteren Solarzellen. Und der Wirkungsgrad, ich lese jetzt mal hier ab, ja, im Labor bis irgendwas um die 22%, in der Serienproduktion, in der Großserie bis 20% und dann irgendwas bis 17 sind sie wohl gekommen. Ich habe zwar nie ein polykristallines Modul mit 17% Wirkungsgrad gesehen, aber wenn es da steht, nehmen wir jetzt einfach mal so als gegeben hin. Also müsst ihr euch vorstellen, ihr habt ein Panel, Sonne scheint drauf und von dieser Sonnenstrahlung wird bis zu 17% in elektrische Energie umgewandelt. Die monokristallinen Zellen, die können also auf derselben Fläche, also im Prinzip von der Farbe her, ja, schaut es euch an hier, von der Farbe her sehen die anders aus, und die können also auf der gleichen Fläche mehr Energie erzeugen, da der Wirkungsgrad höher ist. Also sagen wir mal, auf dem Quadratmeter fällt
eine Sonne. Das Polykristalline macht daraus bis zu 17%. Und in der Serienproduktion sind sie beim Monokristallin bei 19%, also 2% mehr. Klingt jetzt wenig, aber überlegt euch jetzt, ihr habt eine 100 Quadratmeter Fläche. Da geht dann einiges mehr an Strom durch. Ja? Oder wenn ihr jetzt wirklich in Serienproduktion ein höherwertigeres Panel holt, sagen wir mal, das Monokristalline im Vergleich zum Polykristallin hat wirklich einen Unterschied von 4%. Das ist dann schon heftig. Das ist dann schon richtig heftig. Die Dünnschichtmodule, wo ich jetzt leider praktisch habe noch keins ausprobieren können und dafür fühle ich mich auch im Moment zu klein, als dass ich da sag ich so aus Halligalli, kaufe ich mir jetzt so ein Modul. Die haben den Vorteil, dass sie bei diffusem Licht, also bei Scheißwetter, ist das so, normale Solaranlagen, da bricht es zusammen, da bricht die ganze Spannung zusammen. Also die Sonne scheint nicht mehr auf die Module und ihr kriegt fast nichts mehr davon. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt auf meine Anlage schaue, draußen ist komplett heute bedeckt Nebel, eine Riesensuppe und mittlerweile geht auch noch die Sonne unter. Er zeigt aber noch an, dass immer noch Spannung von der Anlage kommt. Und zwar, ne, das war die Beleuchtung. Ja. Na komm. 0,2 Ampere, also nichts. Nix. Ja, übrigens, das war der Beweis, ja. Die Beleuchtung hier im Keller geht tatsächlich über die Solaranlage. Okay. Ach, super, jetzt ist auch noch das Tablet ausgegangen. Okay, also Sonne scheint nicht mehr oder Wolken sind davor und die Spannung, die bricht zusammen und dann kriegt ihr nichts mehr davon. Die Dünnschichtmodule haben jetzt einerseits einen niedrigeren Wirkungsgrad, andererseits sagt man ihnen nach, und das ist jetzt eben das, schreibt mir das mal in die Kommentare oder gebt mir da mal Feedback, für die, die schon Erfahrung damit haben, weil das ist nämlich jetzt etwas, das sage ich jetzt nach, ich habe es aber selber leider noch nie ausprobieren können. Und zwar, wenn eben das Licht diffus ist, also eine Wolke ist dann davor oder Nebel oder weiß der Fuchs irgendwas, ja, ein Baum geht vorbei, dann bricht eben die Spannung nicht so sehr zusammen. Das heißt, bei schlechtem Licht, bei Wetter, kriegt man eben dann doch noch Energie aus den Modulen oder mehr Energie. So. Was würde ich mir denn jetzt kaufen? Und wenn ich jetzt neu kaufen würde, würde ich mir monokristalline Solarzellen kaufen. Weil einfach ich aus einer bestimmten Fläche X, sagen wir mal einen Quadratmeter oder so, die maximale Energie rausbekomme. Und wenn mich jetzt nicht ein Verkäufer überreden würde, dann würde ich jetzt im Moment nicht die Dünnschichtmodule. Also wenn es mir jemand erklärt und es ist toll, dann würde ich mir vielleicht auch auf die Dünnschichtmodule einlassen. Aber die Polykristallinen, ich weiß gar nicht, ob man sie wirklich noch kaufen kann, dann würde ich das eigentlich nicht mehr machen. Also ich würde polykristalline Module kaufen im Moment. Aber das ist jetzt das November 2018. Ich habe es in einigen Videos ja schon gesagt, da bin ich gern flexibel. Ich würde auch meine Meinung, was dahin geht, revidieren. Das heißt, wenn tatsächlich es so ist, dass irgendwann die Dünnschichtmodule so einen Durchmarsch machen oder irgendwas, dann würde ich dann auch nochmal ein neues Video drehen. Wichtig an der Stelle, das wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen, von der EU die Importzölle, die 25% Strafzoll auf die Einfuhren aus China sind gefallen. Das heißt, rein theoretisch müssten wir in den nächsten Monaten eine Preissenkung bei den Modulen sehen. Schauen wir mal. Oder die Hersteller nehmen zurzeit die Gewinne noch mit, die jetzt dadurch entstehenden Gewinne. Okay, was würde ich denn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Polykristalline haben einen niedrigeren Wirkungsgrad, man braucht halt eine größere Fläche, wenn das ist, die Monokristallinen brauchen weniger Fläche, die Dünnschichtmodule, dieselben Gegebenheiten, was würde ich denn machen, wenn ich Module gebraucht kaufe? Dann wäre es bei mir der Preis. Der Preis, stimmt nicht, stopp, der Preis in Kombination mit der Dachfläche oder mit der, sagen wir mit der Fläche, die ihr habt, ja, weil jetzt kein Dach, so. Habt ihr jetzt ein großes Dach
oder sagen wir mal, ihr habt ein Riesendach, habt meinetwegen schon eine professionell installierte Solaranlage, wollt das nebenbei machen oder auf der Garage, was der Fuchs. Also ihr habt eine große Dachfläche, ja. Und ihr wollt meinetwegen eine Insel-Solaranlage bauen, wie ich hier, sagen wir mal, mit 1000 Watt. Er sagt, für 1000 Watt brauche ich so und so viel. Sagen wir mal, ich hau jetzt Zahlen in den Raum. Wir müssen nicht stimmen. Sagen wir mal, 10 Quadratmeter und ihr habt 20. Da könnt ihr auch die Polykristallinen nehmen, wenn ihr die irgendwo noch gebraucht bekommt. Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Solange die noch eine relativ hohe Restkapazität haben. Ne? Solarmodule, je älter die werden, desto schlechter wird die Kapazität. Also sagen wir, habt ein 200 Watt Modul oder sagen wir ein 300 Watt Modul. Na, 300 Watt gibt es bei Poly, glaube ich, gar nicht. Sagen wir 200 Watt. Und wenn ihr die gebraucht kauft, dann lasst euch das messen vorher. Und wenn die zum Beispiel, wenn der Verkäufer selber schon angibt, wir haben einen Leistungsverlust von, sagen wir mal, 30%, dann müsste da halt dann davon ausgehen, dass das eben keine 200 Watt mehr bringt, wobei meine Module meistens auch die 80 Watt nicht gebracht haben. Da werden wir wieder bei diesen technischen Peaks, ja, also diese Spitze, die ein Modul bringt, wenn es wirklich perfekt zur Sonne steht, wenn es am besten draußen noch schön kalt ist, schön kalt, perfekte Sonne, richtiger Winkel, dann kann man diese Peaks erreichen oder sogar noch übertreffen. Haben wir jetzt mit einem auch in den Kommentaren mal hin und her geschrieben. Ja, man kann diese Peaks tatsächlich auch übertreffen. Aber ansonsten ist immer ein bisschen weniger. So, ihr habt eine große Fläche. Dann kauft euch die Module. Warum denn nicht? Was steht denn da dagegen? Ich persönlich, ich schau mal, ob ich es nachher nochmal zeigen kann, weil es ist relativ groß. Ich krieg's meistens gar nicht so richtig auf die Kamera. Ich habe mir jetzt nochmal zusätzlich, weil mir dieser Umstand nämlich sehr wohl auch bewusst ist, dass meine Solarfläche sehr, sehr klein ist, habe mir noch einmal 4 Module A 120 Watt monokristallin gekauft. Die Verkäuferin hat mir zwar gesagt, dass das Dünnschichtmodule sind, aber von der Aufmachung her bin ich nicht der Meinung, es sind Dünnschichtmodule, es sind einfach Solarmodule, bei denen der Metallrahmen fehlt und deswegen sind sie dünner. Ja, Dünnschichtmodule haben einfach so ein, die sind so grau, das ist wie so eine graue durchgehende Fläche, wieder um das Bild, und die Monokristallinen, die haben diese kleinen viereckigen Platten und das ist hier nämlich genau der Fall. Spielt für mich aber auch keine Rolle. Ich habe diese Module bekommen zum Preis von 28 Euro das Stück mit Montageklemmen. Vielen Dank an der Stelle nochmal für den sehr, sehr netten Kontakt, für das unheimlich angenehme Gespräch und für den unkomplizierten Ablauf, den wir da machen konnten. Vielen, vielen Dank. Ich habe die Module leider bis jetzt noch nicht vollständig ausprobieren können, aber es hat mich einfach so gefreut, so einen netten Kontakt zu haben. Vielen Dank auch gleich fürs Abonnieren von meinem Kanal. Nee, war wirklich voll lieb. Und ganz ehrlich, von alle, die jetzt dann zuschauen, ich muss das wirklich noch irgendwie auf das Bild bringen. Wer jetzt wirklich an einer Anlage experimentiert, das muss nicht neu sein. Wenn jetzt irgendjemand eine Ladung Dünnschichtmodule rumliegen hat und ihr kriegt die günstig und da ja, auch wieder das mit der großen Dachfläche, dann könnt ihr auch Dünnschichtmodule verwenden. Ja? Okay, wenn ihr jetzt wenig Fläche zur Verfügung habt, wie ich, dann würde ich die Monokristallinen benutzen, weil dann man einfach nicht so viel Fläche verballert. Ja, ich kann jetzt an der Hauswand, die Nachbarn, denen ist das im Moment wurscht, die akzeptieren das auch. Wenn ich jetzt natürlich eine viel bedeutend größere Fläche draußen in Beschlag nehme, dann ist natürlich die Frage, ob die sich dies noch gefallen lassen, ob nicht irgendjemand am Ende mal schimpft. Weiß man nicht. Ja? Also im Zweifelsfall, redet mit euren Nachbarn, das hilft. Das meiste, was wirklich schief geht, ist, wenn man nicht miteinander redet. Also, neue würde ich mir kaufen, Monokristallin, es sei denn, mich also überzeugt jemand vom Gegenteil, gebraucht, wenn man eben eine kleine Inselanlage oder ein Hobby betreibt oder Notfallversorgung, was der Fuchs von Gartenhäuschen, dann würde ich die Waage, würde ich mir erstmal die Dachfläche anschauen, habe ich eine große Fläche, dann ist mir das Modul relativ wurscht, weil es kann ja auch ein schlechtes Modul sein, ich knall mir einfach das Dach voll, habe ich nicht so viel Fläche, wäre ich auch da wieder bei den monokristallinen Modulen. Jetzt versuche ich euch irgendwie nochmal dieses Modul in das Bild zu bekommen. Und abschließend noch der Hinweis zu allen möglichen Themen wie Laderegler, Batterien, Batteriepolklemmen und so mache ich Videos. Und das ist eine ganze Videoreihe. Das heißt, wenn ihr euch den
Rest anschauen wollt oder wenn ihr mehr Informationen braucht, dann geht einfach mal auf den Kanal, schaut euch die Playlist an von Ich empfehle oder meine persönliche Empfehlung, habe ich es genannt. Schaut es euch an, da wird es zu allen möglichen Themen einfach ein Video geben. Schaut euch das einfach durch. Schreibt mir eine Nachricht. Die E-Mail-Adresse packe ich unten auch nochmal rein. Und ansonsten zeige ich jetzt nochmal das Modul. Ah ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Wegen den E-Mails. Ich habe mir etwas überlegt. Und zwar habe ich eine Bitte an euch. Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, dann bitte schreibt mir auch gleich noch mit dazu, ob ihr nur eine schriftliche Antwort wollt oder ob ich diese Frage auch für ein Video verwenden darf. Dann würde ich darauf gehen, weil ich teilweise ja auch gar nicht auf die Fragen komme, die die Leute haben. Und dann kriege ich die Fragen. Ich finde das mega cool. Schreibt mir gleich dazu, ob ihr dazu gleich noch von mir was in bewegten Bildern sehen möchtet. Okay, passt. Dann probiere ich jetzt mal das Panel noch irgendwie aufs Bild zu bekommen. Und ansonsten herzlichen Dank fürs Zuschauen. Sieht man mich? Das ist jetzt dieses Modul, also eins von denen. Und also ganz normales, es geht nach hier unten noch ein Stück weiter, ist auch relativ breit. Ganz meiner Meinung nach ganz normales monokristallines Solarmodul in dünnen Bauweise, sage ich jetzt mal. Und zwar, weil hier eben kein Metallrahmen darum ist, sondern einfach nur diese Fläche. Dann haben wir hier eine Folie. Hier werden mit so Klemmen wird das aufs Dach gemacht und dadurch, dass die Metallschienen fehlen, ist das eben viel, viel leichter und viel, viel dünner. Und hier haben wir, ich hoffe, man kann das jetzt sehen, ansonsten fotografiere ich euch das nochmal ab, haben wir hier eben nochmal die Beschreibung. Und das sind eben jetzt die größeren Module, wo ich auch versuchen will, meine Solaranlage zu erweitern. Jo, passt.